Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Champions of Regnum. Ich habe ja eine Grippe wahrscheinlich geholt oder so etwas, deshalb kamen in letzter Zeit nicht so viele Videos. Es hat angefangen mit Kopfschmerzen und danach mit einfach Übelkeit. Ich konnte kaum was essen, gegessen. Und jetzt heute, ja, habe ich mehrmals geschlafen, weil ich einfach viel zu geschwächt bin sonst. Jo, tut mir leid, dass es immer jetzt einfach ein bisschen weniger Videos gibt. Aber Champions of Regnum kommt bald in mehr. Ich habe gelevelt, also jetzt bin ich Level 48 fast fertig. Und, ja. Merke ist jetzt am Black Scorpion, der ist gerade irgendwo hier gewesen. Da unten irgendwo. Der ist natürlich schon wieder ein bisschen weiter hoch. Der setzt, glaube ich, auch EXP-Boost ein. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen eingesetzt. Oder eine 50er habe ich eingesetzt, glaube ich. Und eine 200er habe ich noch hier. Ja, und am Ball können wir dann das Aasgeier-Juwel benutzen, aber das werde ich wahrscheinlich dann mit so Level 58 bis 60 benutzen. Und wir haben zwei Glückskisten. Öffnen wir mal kurz. Drei Magnetstücke. Und das habe ich vom Soul. Wie heißt es? Monster. Irgendwas mit Soul Eater. Glaube ich, Soul Eater. Oh. Ein Edelstein möchte ich aber eigentlich nicht. Wenn, dann irgendwie so ein Neprit oder so. Ein Aventurin wäre nicht schlecht. Aber Crit ist nicht so stark, auch beim Jäger. Deshalb, Eichenjade. Ja, der haben wir nicht. Wir haben Nephrin. Nephrit. Hä, wieso steht hier Nephrin und hier Nephrit? Das ist eine Übersetzungsfehler. Angriffsgeschwindigkeit ist auch nicht so gut, wie ich dachte. Deshalb, ja. Nein, ja, bitte. Aber schade, bekommen wir keine Items. Oh, ich muss mit. Ich muss mit. Gut. Also ich tue jetzt mit Kopfschmerzen und mit Übelkeit aufnehmen, wenn ich mal kurz räuspern muss oder gerade ein bisschen Brain AFK bin, tut mir es leid. Aber ich bin halt auch einer, der sehr motiviert ist, wenn er krank ist, zum Aufnehmen, aber einfach diese Hindernisse hat. Weil ich dann einfach ein bisschen Ablenkung brauche und das tut mir gut. Deshalb spiele ich auch überhaupt Regnum, weil es mir sehr viel Ablenkung bietet. Auch wenn das Kampfsystem lame ist, ich bin halt auch nicht gerade so der Action-Spieler. Also, so lange Path of Exile zum Beispiel kann ich hier nicht spielen. Dann ist mir immer so ein bisschen zu viel Stress im Kopf, weil ich natürlich auch noch schneller werden will und ja, noch mehr Keys haben will und so weiter. Das ist bei Regnum nicht so, weil die Spiele jetzt auch nicht gerade so eine Kill-Begeisterung auslösen bei mir. Weil, ja, ich tue ja sowieso schon irgendwie so 10-mal mehr killen als sterben. Und deshalb ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal nicht so viele Kills habe. Ja. Ich habe einfach schlechte Ausrüstung und schlechtes Level. Aber das kommt bald, also ich kann sehr viel Lootboxen dann öffnen. Ich habe genug Geld jetzt so langsam für so Sachen. Ich werde viel Geld investieren in Regnum. Weil andere Projekte einfach nicht so gut laufen. Zum Beispiel Fliff hat so einen Bug, der den Sound extrem laut macht. Also die Musik und so. Und andere, zum Beispiel Champions of, Runes of Magic, hat einfach so ein bisschen Performance-Probleme und so weiter. Geht hier online natürlich auch. Deshalb bin ich eigentlich auf zwei, drei fokussiert Projekte. Ah, oh Mann, der hat einfach uns zu schnell gesehen. Ja, wegen einem Spieler. Er soll nur abhauen. Sind Angsthase. Unfreundlich, Muhazim. Okay, den habe ich noch nie gesehen. Oh ja, wir machen schon langsam Schaden. Ui. Lecker. Krasse Ereignis. Wir haben heute vor 6,5 Stunden Ding gehabt, einen Drachenwunsch. Die waren wahrscheinlich so mit 200, 300 Leuten kurz mal hier und haben, ja,
kurz den Drachenwunsch geholt. Respekt, Ignis. Gibt es eigentlich Ignis-Spieler, Deutsche, die das Let's Play schauen? Oder nicht schauen? Oder ja, nur kurz dabei sind jetzt gerade? Würde mich interessieren. Wir könnten mal ein großes Treffen machen zwischen allen drei Reichen, wo einfach deutsche Spieler mitmachen. Und, ja, dass wir da mal so ein bisschen die deutsche Community kennenlernen können. Weil ihr könnt wahrscheinlich nicht miteinander reden, das ist klar, zwischen den Reichen, aber dass ihr dann auch ein bisschen seht, welche Deutschen in eurem Reich seid und so weiter. Und ja, das finde ich richtig nice, wenn wir das machen könnten. Zum Beispiel auf dieser Kriegsinsel hier drüben. Einfach mit dem Zeppelin überall dort reingehen, wenn es dann geht. Also es muss zuerst gehen, dass Level 60er dort reinkommen. Ich glaube, es geht nur bis Level 35er. Oder zum Beispiel hier an diesem Bind hier da, an diesem Pavillon, könnten wir auch uns mal treffen. Einfach mal Bescheid sagen, wenn ihr dafür seid. Kommentare schreiben. Ja, ihr habt einen Charakter in einem anderen Reich oder in diesem Reich und ihr wollt mal ein Treffen machen. Dann kann man ja mal wählen, was wir machen. Hallo? Okay, er hat geschossen. Ich mach das manchmal immer zu schnell. Psst. So ein Babbo. Er liegt am Boden, also um mich anzugreifen. Er hat mich wahrscheinlich gesehen, dass ich Low-Level bin. Und wollte mich angreifen. Aber ich habe keine Angst. Und ich habe gute Unterstützer, die spielen gut. Das ist Bravo gewesen, das ist Respekt. Ja, ich hab's jetzt nicht. Weil die verstehen sowieso nicht Englisch meistens. Also der eine, der ist ja Deutscher. Der würde wahrscheinlich Respekt verstehen. Ja, die anderen eigentlich auch, klar. Aber meistens sind die Argentinier mega feindlich gegen Englisch sprechende Leute. Also dass sie wirklich alles ablehnen, nichts machen. Und so weiter. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, was die, wo die Leute sind, die würden das nicht machen. Ja. Kurzen Unterbruch gehabt. Oh, da ist einer, das Kai Walker. Walking Death Man. Noch einer. Hä, sind das Brüder? Ne, der hat Volker und Volker. Ha! Ihr werdet alle sterben. Ich bin hier der Babbo. Ah, das ist ein bisschen... Schade, dass ich ein Schütze bin. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Reichweite. Ah, die haben... ein bisschen viele Leute jetzt hier. Da ist noch einer, der Tatsuki. Aber das mache ich, riskiere ich nicht. Ah, das ist auch schon wieder so ein falsch platzierter Torbogen, also Facebogen. Ja. Reg nur mal die Map ein bisschen überarbeiten, bitte, NGE. Okay, Party Time. Ein bisschen loben. Also vorher der Kill, also der hätte mich umgebracht, der Schütze. Oder was war. Es sind einfach viel zu viele Ecken hier, ich fühle mich nicht so sicher. 103 Sekunden nach Westen, Süden. Ja, die könnten hier hinter den Säulen sein und ich bin halt jetzt wieder ein bisschen ängstlicher, weil ich jetzt nicht gerade so powerful taktisch spielen kann mit diesen Kopfschmerzen. So,
Vengan. Was heißt Vengan? Ich will auch ein bisschen abbekommen, das ist ein Ritter, oder? Ja, schön. Danke sehr. Ui, 3 Königreichspunkte. Also ich habe nicht viel Wahrsagen gemacht in den letzten Tagen. Wieso habe ich Schwäche der Toten? Ich bin gar nicht gestorben. LOL. Ich bin sicher 2 oder 3 Tage nicht gestorben, aber habe keine Monster gekillt. Schaut, ich habe ungefähr 200 Königreichspunkte noch geholt. Ja. Also schon, ja, aber immer wieder halt so 2, 3 Kills gemacht, weil einfach nichts los ist in der Warzone. Die Leute sind von den anderen Reichen immer motiviert, wieder mit mehr Leuten Alses anzugreifen oder so. Und die Alsen, die ziehen sich so mega zurück, kommen einfach nicht mehr online. Heute Morgen war eine Invasion von Ignis. Niemand war da. Dann kamen welche. Wir hatten es abgewehrt. Dann kam Syrten-Invasion in unser Reich. Und was ist passiert? Es war niemand mehr da. Die konnten einfach die Edelsteine holen. Und dann hatte Syrtis heute Morgen früh einen Drachenwunsch, glaube ich. Ja, ja, sie hatten einen Drachenwunsch um 4 Uhr. Und um 10 Uhr oder 11 Uhr, oder sogar 12 Uhr erst, hatte dann Ignis noch einen Drachenwunsch. Und ja, ich war so mega genervt, dass einfach so viele Spieler nicht da sind. Also, wenn sie es einfach müssen. Ich weiß eigentlich, was raus ist. Aber die Alsen wollen momentan wirklich keine Drachenwünsche mehr machen. Also so ungefähr zwischen Neujahr und 6. Januar waren eigentlich viele Drachenwünsche von Alsius. Fast jeden Tag ein. Aber jetzt plötzlich, jetzt 6.7. ist eigentlich nichts mehr los. Keine Ahnung, machen alle fern. Schön Urlaub auf, was gibt es in Argentinien für Inseln? Glaube ich kaum welche. Ja, eigentlich irgendwo in den Anden einen Gebirgsurlaub machen oder so. Und ja, die Brazers haben sich umgenannt in Dwarfs of Erebor oder Elebor oder so. Eberor, irgendwie so etwas. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil Brazers einfach viel markanter ist, dass man da weiß, ja, das ist Brazers und jetzt weiß man nicht mehr so, das ist Dwarfs of Erebor. Ja, Eberor, glaube ich, oder so etwas. Eines von diesen 5 Sachen. Und ja, wir fusionieren wahrscheinlich mit den, muss ich kurz schauen, hier oben. Ja, man hat es, glaube ich, nicht mehr. Ne, man hat es nicht mehr. Aber, ja, wir fusionieren mit einem anderen deutschen Clan, den ich nicht kenne. Also ich dachte, der sei nicht deutsch, der sei englisch. Mal, wenn wir mal schauen, dann sind wir auch mehr, weil wir sind recht wenig im Clan, das ist klar. Aber ich wollte in den Clan, weil es halt einfach viel chilliger ist. Du hast nicht so eine mega angestrengte Situation, wo du extrem schnell leveln musst und so Sachen. Ja, wenn ich halt Braces nicht helfen konnte, konnte ich nicht helfen. Also nicht gut helfen. Weil ich einfach keine Ex-Bewusst einsetzen möchte für den nächsten Charakter. Wenn ich dann wirklich mehrere Charakter hochstufe oder so, dann setze ich Ex-Bewusst ein. Aber ich möchte ja den Charakter ein bisschen kennenlernen, ein bisschen Freude haben aufs, vom Hochleveln. Aber die meisten Leute haben einfach keine Geduld mehr in der Rechnung. Deshalb bin ich da nicht so gerne gewesen. Weil man halt immer schon wieder gestresst wurde oder so. Immer gesagt wird, ja, nimm doch auf, mach Livestreams und so. Ja, es geht halt nicht so gut. Die Engine ist halt nicht so gemacht fürs Aufnehmen. Ich muss ja immer wieder in den Desktop zurück und das tut das Spiel abstürzen lassen manchmal und so weiter. Da kann ich halt keine Livestreams machen. So 2, 3 Stunden kann ich nicht machen, weil das Spiel immer so nach einer halben Stunde abstürzt. Und ja, deshalb geht's halt nicht so. Aber ich würde wirklich mehr Zeit investieren. Das Spiel ist nämlich auch sehr beliebt unter euch. Und solange es jetzt wirklich nicht abflacht, muss ich ja auch nicht aufhören. Ich habe genug Motivation. Und ich denke, es steigt. Und das finde ich richtig toll. Weil andere Projekte, ja, gehen weg halt von den Zuschauerzahlen, weil ich halt zu wenig Werbung machen kann.
Ich habe auch. Ja, die Steuerung ist halt zu wenig exakt wegen der schlechten Ping-Ding. Deshalb kann man da nicht so gut. Ja, sicher. Was, wieso haben die so ein Spell? Was ist das für ein Spell? Das ist der eine vom, ja, vom Ding, vom Schutz, also vom Bogenschützen. Was macht die? Fliegen? Ah, die ist eingefroren. So ein bisschen Nahkampf machen, das ist auch gut. Ja, ja, du hast Dauerstun, hä? Ich finde das so unfair. Das Spiel muss aufhören mit diesem Dauerstun. Dass man nach einem ersten Stun so wie eine Immunität hat für 3 Sekunden und dann wieder einen Stun bekommen kann oder so. Und einfach verlangsamen auch geschwächt wird. Die Chiara ist wieder hier. Cool. So, jetzt machen wir noch ein bisschen hier am Bind von den Syrten. Eine Fantour. Das sind nämlich große Fans von uns. Die lieben uns, die killen uns dafür. Lieber nicht. So. Grüße ich, Chiara Luna. Dich habe ich mehrmals getroffen. Ja, ich werde wahrscheinlich sterben. Das ist nicht so gut, wenn wir hier 2-Fronten-Kampf haben. Da ist seine Zecke. Ich muss einfach hinten bleiben, das geht sonst nicht. Also, dann tue ich mal... Ah, der blockt da das. Ja, er hat wieder gerade diesen Paladin-Spell drauf. Das ist nicht so gut, wegen diesen blöden Ritzen alles zu blocken. Ja, wir haben gerade nicht so viele Chancen, eventuell jetzt zu überleben. Weil wir ja low-leveliger sind, werden wir schon mehr kassieren. Ich habe irgendwie doofe Reichweite gerade. Genauso viel wenig Reichweite. Ah, gut, greift er nicht mich an. Aus irgendwelchen Gründen haben jetzt die Syrten so Bock, einfach die Größeren anzugreifen, weil sie merken, ja, die Kleinen können sowieso nichts machen. Sie sind intelligenter geworden, sozusagen. Weil sie haben mich immer sofort gefokust, immer ständig. Und das hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht, wenn man so Büsi-Heft spielt, da hat man keinen Bock. So, ich gehe, glaube ich, weg. Also, wir werden überrumpelt werden. Das sind zu viele Syrten für mich. Ich bin da leider nicht so praktisch, wenn man überrumpelt wird, dann bin ich natürlich sofort tot. Nein, bitte nicht, du Arschloch von einem Trolley. Okay, sie überleben. Ne, sie überleben nicht. Scheiße. Die werden mich handeln. Das sind Syrten. Ich bin voll erschrocken. Ja, ich werde eingeholt, sicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, ich werde jetzt auf die andere Seite gehen. Die werden das nicht schaffen, schaut wie viel. Ich werde jetzt einfach auf die andere Seite gehen, damit sie meinen, ich wäre in diese Seite geflohen. Das ist so meine Taktik, immer wegtarnen, also... Am besten auf die Seite, also zum Beispiel in die Richtung, wo ich gehe. Kann man eigentlich dort unten rein? Nee, das ist... Also ich habe jetzt Bock, nochmal zu den Dingen zu gehen. Ja, ich kann nicht helfen. Ich kann da nur sagen dazu... Ich werde ja die nicht unterstützen jetzt gerade, weil sind die jetzt tot hier? Oder sind die hier am Kämpfen? Weil ich habe jetzt hier. Ja, ich gehe nochmal hoch. Ja, ich muss nochmal warten auf ein neues. Auf den neuen Spell. Auf den neuen Turn.
Ja, sie sind tot, sie sind alle tot. Ja, ich freue mich wieder. Summerford wird angegriffen, wir könnten vielleicht zum Summerford irgendwie nochmal gehen. Ja, wieso reden die natürlich wieder Spanisch, ey? Ich will gerne wissen, was sie schreiben, aber Spanisch, ja, ist sehr schwer zu verstehen. Die haben ja meistens für ein kleines Wort im Deutschen haben die einen Megasatz. Und deshalb schreiben sie einfach immer so viel. Das habe ich mittlerweile auch gecheckt. Aber einfach mal guten Morgen, was hast du gegessen oder so, zu sagen, dauert irgendwie Monate, bis man fertig ist. Nee, Scherz, aber einfach viel länger, oder? Ich wollte nämlich jemanden fragen, was das heißt, und dann habe ich Google-Übersetzer benutzt und dann kam irgendwie so ein Megasatz raus. Ich will wissen, was die Argentinier essen zum Morgen. Ich kenne das gar nicht, also essen die auch Steak zum Morgenessen? Nee, irgendwie so Eier oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich so ein richtig spanisches Frühstück. Was ist spanisches Frühstück? Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was Spanier essen zum Frühstück. Also wir Schweizer essen Raclette und Fondue. Nein, Scherz. Wir essen halt einfach so, ja, Brotaufstriche oder so. Fleisch. Also geschnittenes Fleisch. Brotaufstrichfleisch. Bündnerfleisch, wie der Uli Maurer, einer von unseren Bundesräten, sagte. Das war ein großes Internet-Meme damals, vor ungefähr 10 Jahren oder noch mehr. Was? Exarossa? Extarossa, okay. Die Rose von extern. Oh, danke schön. Ein Magna. Ah ja. Tschüss, ich gehe. Wieso wird man enttarnt, wenn man einen Stein einsammelt? Was ist denn das? Oder wenn man ein Emoji benutzt? Wieso kann man getarnt keine Emoji setzen? Es ist völlig unnötig, weil man ja unsichtbar ist für jeden Spieler. Außer für Jäger, die den Spell haben zum Enttarnen von Spielern. Aber der nutzt niemand. Ja. Es ist völlig unnötig, aber trotzdem. Tarnen sollte mit einem Klick, also mit einem Fenster abbrechbar sein dann und dann ausführen. Aber nicht irgendwie, ja, automatisch enttarnen, wenn man irgendwas benutzt. Wow, ich sammle ein Gestein ein, ich werde enttarnt. Ja, die Tarnkleider ausziehen, ja, genau. Man zieht die Tarnkleider aus, während ein Gestein durchsucht. Man nimmt es ja nicht auf, das Gestein. Man durchsucht es, weil da drin sind dann die Magneten, die hat man jetzt sofort. Also durchsucht man die Steine und sammelt sie nicht ein. Man hat sie nicht im Inventar. Also, völlig unlogisch das Ding manchmal. Ja, und ich könnte morgen oder so, wenn ich wieder gesund bin, mal einen AXP oder Drop Boost einsetzen, also kaufen. Damit wir noch ein bisschen stärker werden, schneller. Weil ich habe jetzt echt Lust, langsam aufzuräumen hier. Und dieser Pampa. Ich muss nämlich noch die Orks töten hier. Genau. Ja, dann machen wir das jetzt kurz schnell. Falls nicht zu viele Icken hier sind. Ich sehe nämlich gerade nichts, aber ich bin völlig konzentriert. Weil jetzt ist gerade nichts los. Wo ist die Party? Hä, die Party wurde aufgelöst. So ein Kack. Die Party wurde aufgelöst, ey. Die hatten sowieso sofort wieder keinen Bock. Ich finde einfach die Alsen, sobald sie irgendwie sterben, von Syrtis oder Ignis übermannt werden, dann hören sie auf. Die gehen offline. Ich finde das so schade, weil der Zusammenhang einfach nicht stimmt, oder?
Ja, ich setze mal den hier ein. Also wie viele müssen wir töten? 10 Stück. Schaffen wir das ohne zu sterben? Ich glaube eher nicht. Ja, nicht den Spell einsetzen. Den Spell. Ja, es ist wirklich so, dass man jetzt mit dieser Skillung hier nicht farmen kann. Ja, dann werde ich noch ein bisschen den Ding aufheben. Ja, die Quest. Wir werden sogar sterben, wenn nichts passiert. Meditation. Wie soll ich gegen den Schaden? Also, ja, der ist immer noch gelb und hochlevelig. Also, die Gegner sind halt ungefähr 3 oder 4 hochlevelig. Wie viele Level haben die? 52 wahrscheinlich. Level 52. Also, ja. Jetzt habe ich wieder dieses Kack. Ja, ich werde mal diesen Kackteil hier wegmachen. Jetzt ist er bei 3%. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Also ich schaue, dass ich morgen auch noch ein Part bringen kann. Und eventuell ein Livestream übers Wochenende. Aber ja, es ist nicht beliebt, die Livestreams von Regnum. Kann ich irgendwie ein bisschen verstehen, dass es einfach nicht so motivierend ist, jetzt mich zuzuschauen beim Livestream. Aber ich mache ja auch, so wie im Let's Play, recht viele Sachen noch. Oder rede mit euch. Könnt gerne Kommentare schreiben. Einfach ein bisschen Geduld haben manchmal. Aber der Bildschirm, der ist eigentlich so schnell wie möglich da. Weil ich habe jetzt dann E-Banking wieder. Und dann kann ich über PayPal den Bildschirm bezahlen. Und ja, ein besseres Mikrofon kommt auch. Dann habt ihr auch eine bessere Stimme von mir. Weil die Stimme ist echt nicht gerade so gut, merke ich manchmal. Aber okay. Qualität kommt jetzt ganz steil nach oben. Gell? Einfach ein bisschen Geduld haben noch und dann habt ihr auch ein besseres Let's Play natürlich. Und eben wegen dem Charakter, dass es stärker ist, dann auch mehr Freude, weil ihr Warzone sehen könnt und so weiter. Also ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss.